Wir haben vor 2 Wochen hier in Berlin ein neues Bündnis gegründet mit dem Titel Berlin Sound Strike. Es bezieht sich auf eine Initiative, die aus den USA kommt. Dort hat sich ein breites Bündnis von Künstlern und Musikern und Bürgerrechtsbewegungen gegen neue Einwanderungsgesetze aufgestellt, die im Bundesstaat Arizona durchgesetzt werden sollen und auch in weiteren Bundesstaaten in Kraft treten sollen bzw. diskutiert werden. In Solidarität mit diesem Bündnis rufen wir als internationale Künstler in Berlin dazu auf, sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Kriege zu positionieren und haben ein Event geplant im Kunsthaus Tacheles, das am 16. Oktober stattfindet und bei dem internationale Künstler und Musiker ein Kunstevent veranstalten, das im Internet live übertragen wird. Im Zapata werden die Bands spielen und in dem ganzen Kunsthaus werden Kunstaktionen stattfinden. Wir sind der Meinung, dass wir als internationale Künstler in Berlin vor dem Hintergrund auch, dass von Berlin aus der Holocaust geplant wurde und 2 Weltkriege ausgegangen sind, uns positionieren müssen gegen die wachsende Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus, der in allen Ländern Europas immer deutlicher wird, auch hier in Deutschland in der ganzen Diskussion ablesbar um Sarrazin, um die neue Parteigründung von Pro Deutschland, Nachfolgeorganisation von Pro Köln, vor dem Hintergrund der Ausweisung der Roma aus Frankreich, vor dem Hintergrund von Geert Wilders in Holland und vor den ganzen Entwicklungen auch in Osteuropa, müssen sich die Künstler in Europa positionieren und gegen diese Tendenzen ausdrücken.